Shalom Aleichem, heute mal in anderem Kontext, in anderer Atmosphäre. Und eigentlich nur mal als Einstieg gedacht, die Fortsetzung wird dann schon in halbwegs gewohntem eigenen Zimmer vonstatten gehen, so Gott will. Aber weil gerade so der Ausgang des zweiten Tages ist, des zweiten Wochentages, des Yom Shini, dachte ich, mache ich zumindest schon mal den Start für eben genau diese zweite Sphira, für die Gewira, Yitzchak als Figur, die dazugehört, und eben den zweiten Tag der Schöpfung. Und was da so die Hauptthemen sein werden, wenn wir uns den Text angucken, auch schon im Deutschen in der Übersetzung, aber eben natürlich erst recht im Hebräischen, sind vor allem zwei Begriffe, die mehrfach auftauchen. Also der ganze Tag wird nur in drei Versen beschrieben und fünfmal taucht das Wort Maim, Maim, Wasser auf. Fünfmal auch taucht das Wort Rakia, die Feste, das Firmament auf. Also die prägenden Elemente sind eben dieses wässrige, das wässrige Element, also diese linke Seite gegenüber dem Feuer, dem Licht, der rechten Säule, von dem wir auch schon geredet haben, diese zwei rechts, links, also rechts, links, Gegenüberstellung der ersten und vierten Sphira und der zweiten und fünften Sphira. Und also linksseitig die Wassersäule und eben auch das Begrenzende gegenüber dem rechtsseitigen, was so das ungehemmte, ungezügelte Prinzip ist, sei es das Feuer. Im Sinne, wir haben schon bei dem Verhältnis von Moshe und Aaron davon auch geredet, von diesem Feuer-Wasser-Widerstreit, aber gleichzeitig auch eben harmonische Einheit aus den beiden. Wie ja gerade das Wort Shomaim, Himmel, auch als zusammengesetzt aus Esh und Maim, Esh und Maim, also dem Feuer und dem Wasser gedeutet wird. Gerade gestern mal wieder in den Midrash Rabbah von Bereshit reingeguckt und da ist dann auch eine der vielen Möglichkeiten für diese Herleitung des Wortes Shomaim, eben, das ist aus Esh und Maim zusammengesetzt ist. Und auch bei der Chesed haben wir gesagt, wenn die alleine wäre, ohne die Gewura ihr gegenüber, dann könnte diese Liebe, diese Güte Gottes nur verzehrend wirken, eben auch wieder wie das fressende Feuer und nichts sozusagen könnte bestehen. Deswegen kommt es zu dieser Begrenzung davon und die ist eben dann wie auch in dem Bild der Bindung, also das Gebundenwerden, so wie Yitzchak, der Sohn Abrahams, also das, was dann von Abraham sich fortsetzt in dieser Welt, als eben der leibliche Nachkomme in dem mythischen Bild, das muss gebunden werden. Das wird, dass die Akeda, diese Bindung, im christlichen meist als die Opferung Isaaks bezeichnet, wobei er wird ja nicht geopfert, zumindest im biblischen, also im Text der Bibel wird davon nichts gesagt. Wir haben schon manches gesagt zu den Midrashim, zu dieser Szene, dass manche sagen, er wurde doch schon mit dem Messer getötet und hat dann eben einen Blick in die Welt der Wahrheit geworfen, was dann zu seiner Sehschwäche geführt hätte und so weiter. Dann sei nur, da sei nur verwiesen auf die Ausschnitte, die man schon findet, diesen Schlagworten, die Videoausschnitte. Aber dieses Prinzip der Akeda, der Bindung also, ist eben das Wichtige, um überhaupt den Bestand dieser Welt, dieser Schöpfung zu gewährleisten. Das haben wir auch alles schon eigentlich gesagt, dass eben die Gewura, die Beständigkeit gibt, die Gerechtigkeit, die Strenge, die gegenüber der Gnade sein muss, damit die Gnade nicht sich selbst aufhebt, könnte man fast sagen. Und deswegen auch dieses Bild der Rakia, so prominent an diesem zweiten Tag, die Rakia. Von der Wurzel her könnte man sagen, so etwas wie Plattstampfen, Befestigen, Hämmern auch, also an der Stelle, wo die Pfannen der Aufrührer, also die Räucherpfannen der Aufrührer an den Altar gehämmert werden, da ist auch diese Wurzel bei dem Hämmern. So, also dass diese Feste das Plattgehämmerte ist oder das Zusammengepresste mit Gewalt sozusagen. Eine ganz, man könnte sagen, da streiten sich natürlich auch wieder die verschiedenen Aussagen der Weisen der alten Zeiten, wie dick diese Rakia war, ob sie jetzt nur ganz dünn war, zwei, drei Finger breit oder dergleichen, wird gesagt. Andere sagen, sie war
genauso dick wie die Erde zum Beispiel. Aber das Entscheidende ist, dass da eben diese Trennung stattfindet. Die beiden Wasser werden getrennt, die oberen von den unteren Wassern werden geschieden. Und so ist also die Rakia, die also auch fünfmal erwähnt wird in diesen drei Versen nur des zweiten Schöpfungstages, das Element überhaupt, was sozusagen neben dem Wässrigen die Charakteristik dieses zweiten Tages und eben auch der zweiten Sphira besonders schön illustriert. Also das, was die Spaltung versinnbildlicht, was sie erzeugt und aufrechterhält, könnte man sagen, das ist eben an diesem zweiten Tag das prägende Element. Und die 2 als Zahlbegriff ist natürlich auch schon. Da stecken im Deutschen auch Worte wie die Entzweiung, der Zweifel. Manche Herleitung könnte auch den Teufel eventuell davon ableiten, jedenfalls dann über das Griechische mit dem Auseinander, diabolisch, diabalein, auseinanderwerfen und sowas. Und deswegen, weil eben dieses ja, gefährliche Moment auch in aller Entzweiung liegt, sogar wenn diese Entzweiung, wie in dem Fall dieser Schöpfungsgeschichte, natürlich ein Ordnungsprinzip trotzdem ist, immer dass die Wurzel Badal, Bet Dalet Lamed, die auch schon am ersten Schöpfungstag beim Scheiden zwischen Licht und Finsternis aufgetaucht ist, ist ja ein Ordnungsprinzip. Also vermöge dieses Teilens, Aufspaltens gewissermaßen, ordnet Gott auch die Schöpfung. Aber gerade an diesem zweiten Tag, wo quasi die Haupthandlung, das Hauptschöpfungsgeschehen eben in dieser großen Spaltung geschieht, in Form dieser Rakia, da ist es eben so fatal, könnte man vielleicht sagen, dass, wie schon vielen zu allen Zeiten aufgefallen ist, die Formulierung und Gott sah, dass es gut war, Vayar Elohim ki tov, gerade da nicht mehr auftaucht oder nicht mehr, also da nicht auftaucht, sondern erst am dritten Tag wieder. Und am dritten Tag dann zweimal, einmal, als es nochmal um das Wasser geht, wo das Wasser sich dann sammelt zur Mikwe Hamoi, also zur Sammlung, Ansammlung der Wasser, die dann Yamim, Meere, die Meere genannt wird. Dort ist also erst das eigentliche Werk des Wassers abgeschlossen und erst dann kann es auch als Tov, als gut bezeichnet werden. Da haben wir wieder den Begriff der 17, dieses Abschlusses einer Phase. Das ist aber am zweiten Tag noch nicht gegeben. Insofern ist also auch da wieder das, was Yitzchok in der Reihe der Patriarchen ausdrückt, eben gerade diese Übergangsstelle. Da wird von Abraham zu Jakob der Bogen geschlagen, vermittels eben dieses beständigkeitsverleihenden Prinzips, auch dieses passiven Elementes oder Momentes. Dazu können wir vielleicht ja auch noch etwas sagen, dass eben Yitzchak in seinen Geschichten in der Bibel besonders passiv erscheint gegenüber seiner Mitmenschenwelt. Für ihn wird eine Frau gesucht von dem Eliezer, dem Knecht Abrahams. Seine Frau Rivka macht ganz viel mit den Kindern, also mit Jakob gibt sie ganz viele Hinweise, um sozusagen Isaak auszutricksen bei dem Segen für den Erstgeborenen. Und immer scheint es so ein bisschen, und natürlich die Akedah als das eigentlich sprechendste Bild dieses passiven Ausgeliefertseins, wie das Lamm Gottes eben sich hingibt und einfach erträgt, erduldet, annimmt sein Schicksal und sich nicht wehrt. Also dieses passive Moment wird auch in vielen biblischen Geschichten schon sehr deutlich bei Isaak. Und Gott sah, dass es gut war, also noch nicht am zweiten Tag selbst, weil das Werk des Wassers dort noch nicht abgeschlossen ist. Dort beginnt das Wasser sich eben in dieser Aufspaltung in das obere Wasser, der Himmel, und das untere Wasser hier, das irdische, die irdischen Gewässer und Zeitläufe zu teilen, aber erst, wo dann auch das Trockene auf Erden sichtbar wird, am dritten Tag, aber dazu kommen wir dann am dritten Tag, ist auch das Gute erreicht. Also dann kann gesagt werden, und Gott sah, dass es gut ist. Dagegen, dieser zweite Tag ist der einzige der Tage, an dem eben keine 17, kein Tov, kein Gutes gesehen wird, sich zeigen kann. So, wieder in gewohnter Umgebung, zu Hause. Inzwischen ist der nächste Tag, der nächste Morgen, Vormittag, Mittag. Ja,
in den ersten 10 Minuten jetzt schon mal so ein paar Stichworte vor allem nur aufgezählt, noch nicht wirklich ausgeführt. Vielleicht können wir vor allem noch mal auf ein, zwei Dinge etwas näher eingehen. Unter anderem auf die Frage nach dem Grund, warum an diesem zweiten Tag noch nicht dieses Vayar Elohim ki tov und Gott sah, dass es gut ist, oder Gott sieht, dass es gut ist, anzutreffen ist. Warum also das Werk des Wassers, da wo es zunächst nur sich in der Spaltung in die zwei Seiten dieses Wassers zeigt, warum das noch nicht diese Vollendung der Phase ausdrückt, wie immer dieses Tov, diese 17, von der wir schon gesprochen haben, eben diesen Abschluss einer Phase anzeigt. Warum das also erst dann kommt, am dritten Tag, worauf wir dann vielleicht an entsprechender Stelle noch näher eingehen können, wo also mit diesem Wasser noch etwas geschieht, aber das dann vielleicht an besagter Stelle zur dritten Sphira. Jetzt bei der zweiten, und da sind wir also bei Gvira, noch nicht bei Tif Eret, also noch bei der Strenge, bei dem Din, bei dem Gericht, auch bei dem Pachad, bei dem Schrecken, also. Und zu dem Wort Schrecken vielleicht gleich noch ein paar Sachen. Das, was dann gut ist an dem Werk des Wassers, erscheint also erst im dritten Zeichen oder in der dritten Ziffer, in dieser Tif Eret, in dem, was dann als Harmonie oder als Glanz die prachtvolle Erscheinung zeigt. Und in der Schöpfungsgeschichte ist es also jetzt in diesen Bildern des Wassers angedeutet und was damit geschieht. Aber wenn wir jetzt mal nochmal zu diesem etwas abstrakteren, philosophischeren Herangehen uns wenden, wie ja jetzt auch immer schon ein bisschen angedeutet war, wart, da haben wir dann, nachdem also von der ersten Sphira diese unerschöpfliche, überfließende, sich geradezu explosionsartig ausbreitende Gnade wir haben, mit der alles beginnt, wo diese Schöpfung aus dem Nichts, dieses Licht in der Finsternis aufstrahlt, kommen wir bei der zweiten Sphira, die sozusagen direkt damit einhergeht, einhergehen muss, damit wir überhaupt es als die Wesen, die wir nun mal sind, in unserer Befangenheit und Einschränkung, damit wir überhaupt sein können, sozusagen, brauchen wir also diese Begrenzung, die sich in der Strenge des Gerichts zeigt. Da, wo also Grenzen gesetzt werden, wo es zu Spaltung eben kommt, was ja auch schon im ersten Tag angedeutet ist mit der Spaltung zwischen Licht und Finsternis, und was dann am zweiten Tag eben in dieser großen, fundamentalen Spaltung sich manifestiert, in die oberen und die unteren Wasser zunächst. Und da kriegt dann auch das Wort Himmel, Shomaim, diese neue Bedeutung, oder was heißt neue, diese zusätzliche Bedeutung, denn es wird auch gerade diese Trennung als Himmel bezeichnet. Die Rakia wird Himmel genannt, also Vayikra Elohim la Rakia Shomaim. Gott benannte diese Firmament, dieses Firmament, diese Feste zwischen den Wassern Shomaim. Also, während vorher eigentlich noch ganz am Anfang, dem ersten Vers der ganzen Bibel, schlichtweg gegenübergestellt wird, Himmel und Erde, und der Himmel also sozusagen alles ist, was die Erde nicht ist, könnte man zumindest meinen aus dieser Formulierung, ist dann am zweiten Tag plötzlich eine neue, eine sozusagen niedrigere Bedeutungsebene von diesem Wort Shomaim, von diesem Wort Himmel. Denn es ist dann das, wie es vielleicht von unten uns auch erscheint. Wir hatten schon einmal das Bild von unserem Leben als Nefesh in der Wasserwelt, wie der Fisch unter der Wasseroberfläche, diese Wasseroberfläche, zu der er hochblickt, wodurch ihm auch das Licht des Tages, der Sonne und sowas und so weiter entgegenstrahlt, wie diese Wasseroberfläche ihm dann als der Himmel wirklich erscheint. Und so blicken wir eben auch in der materiellen Welt empor und sehen da das Firmament eben, also das, woran die Himmelslichter daran befestigt zu sein scheinen, wo also das Blau des Himmels eben uns erscheint, erstrahlt am Tag oder die Schwärze der Nacht. Und wir denken, das ist der Himmel. Oder wir nennen es zumindest auch Himmel. Im Englischen gibt es dann so die Unterscheidung zwischen Sky und Heaven. Im Deutschen gibt es das in dem Sinne nicht oder zumindest nicht mehr in unserer heutigen Sprache. Im Hebräischen gibt es das erst einmal auch nicht. Es ist einfach Shomaim. Aber es gibt eben dieses Wort Rakia. Und
In gewissem Sinne ist also Sky vom Englischen her das, was die Rakia ist und Heaven dann Shamaim. Aber, wie immer an diesem zweiten Schöpfungstag berichtet wird, wird diese Rakia, dieses Sky, also auch Shamaim genannt, also auch Heaven. Und da haben wir dann das, was in der deutschen Sprache sich eben auch in diesem nur einen Wort, was vorhanden ist, ausdrückt. Himmel hat eben diese zwei Seiten, die äußerliche Seite, die eigentlich nur die Wasseroberfläche ist für den Fisch, die der Fisch für den Himmel schon hält. Aber wenn er dann erst einmal an diese Wasseroberfläche stößt, beziehungsweise durch sie hindurchbricht, dann erst kann sich zeigen, dass dahinter eigentlich erst diese ganz andere Welt vorhanden ist. Und das ist eben auch dieses Durchbrechen durch den Shomaim von der irdischen Perspektive aus, durch dieses Firmament. Und das muss natürlich jetzt oder sollte gerade nicht so verstanden werden, dass wir jetzt mit Mondraketen gen Himmel, gen Sky fliegen, um da sozusagen zu entdecken, dass ja eigentlich dann der weite, unendlich weite, tote Weltraum dahinter liegt und dann den womöglich noch für den Himmel halten und unser Heil auf irgendwelchen vermeintlichen anderen Planeten zu suchen, sondern es ist eher dieses geistige Durchbrechen durch eben diese materielle Welt, durch die äußerste Begrenzung dieser materiellen Welt, die eben diese Rokia ist, diese Feste. Und das zeigt sich dann eben gerade nicht darin, dass wir immer weiter vordringen innerhalb dieser materiellen Welt, in immer weitere, unendliche Weiten des leeren Raumes oder des weitgehend leeren, toten, sterilen Weltalls, sondern dass wir eben das komplett überwinden. Also wiederum das Bild von diesem Spiralrund oder beziehungsweise von diesem Kreisrund, was wir nicht immer weiter in die Unendlichkeit verfolgen sollen, sondern dass wir durchbrechen sollen, um auf die nächste Ebene dieses Spiralrundes zu kommen. Und dann eben gar nicht mehr den Himmel suchen in dieser physischen Welt, nicht mehr nach oben im physischen blicken, sondern nach oben in uns selbst oder nach innen in uns selbst. Und dann eben die wahren Himmelslichter auch erkennen, als nicht mehr diese bloßen Abschattungen, dieser ganz schwächliche Glanz von Sonne, Mond und Sternen, sondern uns wirklich aufleuchtet von innen her eben, was es damit auf sich hat mit diesem Planeten, wie sie dann unter anderem eben in diesen Ausführungen hier versucht werden, ein bisschen zu charakterisieren, als den sieben Sphirot zugeordnet. Also auch diese Himmelslichter als einer von vielen Ausdrücken dieser ja, Charaktereigenschaften Gottes, wenn wir es in diesem personifizierenden Bild beschreiben wollen, oder eben einfach Attributen des Göttlichen, des Ewigen. Ausflüssen, Emanationen, was dann auch immer für philosophische Fachtermini dafür herangezogen werden sollen. Letztlich kommt es nicht auf die Bezeichnungen an sich an, sondern die sind immer nur die Vehikel, mit denen wir uns diesen eigentlich unsagbaren Kerninhalt sozusagen nähern dürfen. Und diese Rakia drückt also etwas aus, was diesen Grenzbereich ausmacht, also dieses. Das ist die Grenze, die uns gesetzt wird. An anderer Stelle wird ja dann auch immer davon gesprochen, ich glaube bei Hiob oder auch in den Psalmen, wie Gott eben sagt, der den Wassern befiehlt, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist halt auch so, wie diese Rakia eben diese Ordnung hineinbringt. Die oberen Wasser bis hierhin und nicht weiter. Die unteren Wasser bis hierhin und nicht weiter. Und wir sollen eben nicht diese obere Art von Zeit, wie die zum Beispiel in der Bibel beschrieben wird, also wieder das Bild Wasser und Zeit parallel verstanden, wie die Bibel von Zeit spricht, können wir nicht hier in der unteren Welt einfach auf unsere lineare Zeit, wie wir sie erleben, übertragen. Natürlich herrscht da ein Zusammenhang, keine Frage. Beides ist Maim, beides ist Wasser, aber wir dürfen nicht diese Rakia komplett ignorieren, wenn wir von hier aus reden. Und umgekehrt genauso, wir dürfen nicht die unteren Wasser für die oberen halten. Das wäre dann ungefähr wieder diesen unteren Himmel auch, also den physischen Himmel für den Himmel halten und uns dann über die alten primitiven Leute lustig machen, die die Sterne am Himmel gesehen hätten, also die physischen Himmelskörper und gedacht haben, das sind Götter, das sind Gottheiten. Ja, klar, wenn wir selber so in die Materie verstrickt sind, dass wir uns nichts anderes mehr vorstellen können, dann übertragen wir, dann projizieren wir unsere eigene Primitivität oder besser gesagt unsere eigene Befangenheit auf diese primitiven Menschen und unterstellen ihnen dieselbe dümmliche, stumpfe Befangenheit.
Wobei eigentlich das Wort primitiv ja überhaupt nichts Negatives ausdrückt, sondern es ist eben das von dem Primus, also von dem Ersten, dem Ursprung noch viel nähere. Und wir sind halt in dieser Welt vom Werden, von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dieser Entwicklungswelt, diesem Evolutionsgedanken, davon sind wir so angesteckt, von diesem Gift der Schlange, also infiziert, dass wir denken, alles, was weiter weg vom Ursprung ist, ist also auch besser, weil wir uns immer zum Guten hin entwickeln würden. Was überhaupt nicht der Fall ist, im Gegenteil. Wir entwickeln uns immer weiter weg von der Reinheit der Quelle, und das Beste, was wir tun können, ist eben, uns wieder zurückzusehnen und da eben diese Umkehr anzustreben und zu vollziehen, soweit es uns gegeben ist. Aber wir schweifen schon wieder vielleicht ein bisschen zu weit ab. Wir haben schon so die Parallele auch gezogen zu der Geschichte von Isaac, Yitzchok, der eben auch dieses Begrenztwerden erfährt, indem er gebunden wird, weil es der Wunsch Gottes ist, dass Abraham das eben vollzieht. Und er tut es dann auch, aber kurz bevor es sozusagen zur Katastrophe kommt und er aus dieser Welt wirklich fortgeht, für immer sozusagen, wird noch Einhalt geboten, und es reicht, dass diese Bindung zwar stattgefunden hat, dann aber doch eben dieses Lamm oder dieser Widder erscheint, der anstelle von dem Sohn von Yitzchak dieses Aufstiegsopfer übernimmt, also auf sich nimmt. Und so ist eben auch an diesem zweiten Tag zwar die nicht als gut zu bezeichnende Spaltung zunächst einmal nötig und anzutreffen und wird auch vollzogen, aber dann folgt eben doch der dritte Tag, und an diesem dritten Tag wird dann den Wassern noch einmal, also jetzt den unteren Wassern, etwas verliehen, was ihnen sozusagen das Leben ermöglicht. Während also die Wasser an sich wiederum eher dieses chaotische Prinzip, dieses Urchaos versinnbildlichen oder repräsentieren, verkörpern, kommt dann am dritten Tag eben das Trockene, was sich zeigt, nachdem die Wasser gesammelt werden. Und da haben wir auch wieder dieses Bild von dem am Ende der Zeit, wo alles gesammelt wird, wie dann im Neuen Testament ganz am Ende von Johannesevangelium die 153 auftaucht, als die Fische, die an Land gezogen werden, und diese 153 eben die Entfaltung der 17 darstellt, wo also alles wieder zusammengeführt wird, zusammengesammelt wird. Und so wird ja auch gesagt, wenn ein Mensch stirbt, wird seine Nefesh, seine leibliche Seele in das Zeror Chaim, also in das Bündel des Lebens gesammelt. Und es kommt wieder zu dieser Vereinigung, oder genauso die Formulierung, wenn jemand stirbt, in der Tora insbesondere schon, zu seinen Vätern oder zu seinen Stämmen oder zu seinem Volk versammelt werden. Also dieses wieder eingesammelt werden aus der Zeit heraus ist schon bei jedem Tod als eine Art Vorschatten uns gegeben, dann im Kleinen auf den Einzelnen bezogen, auf das Individuum, was wieder in die Einheit zurückgeführt wird, nachdem es hier seine Reise im Exil angetreten und vollendet hat. Und bei den Wassern geschieht dann eben auch am dritten Tag als Vollendung des Geschehens mit dem Wasser das Gesammeltwerden der Wasser, wodurch dann das Trockene wieder sichtbar wird. Also da auch diese, wenn wir die Wasser als die Zeitlichkeit auffassen, ist das Trockene der Gegensatz dazu, oder das, sagen wir, das was es vervollständigt, also das Komplement könnte man sagen, das was es komplettiert erst, die andere Seite, die die Einheit, die Ganzheit, das Heile wiederherstellt, das Trockene, also dann sozusagen das Ewige, was sich dadurch, dass die Wasser gesammelt werden, sich sogar hier unten dann zeigen kann. Und das ist dann auch der Ort, wo in der zweiten Hälfte dieses dritten Tages die Pflanzen hervorsprießen können. Aber dazu dann, so Gott will, bei der dritten Sphira. Aber erst da, und darauf soll es hier nur hinaus, kommt dann eben dieses Vayar Elohim Ki Tov auch wieder. Da ist also erst das Werk des Wassers und das Werk dieser Spaltung vollendet. Also die Spaltung geschieht nur darum, damit sie dann wieder aufgehoben werden kann. Das mag dann auf den ersten Blick irgendwie überflüssig erscheinen, wenn man denkt, dann kann es ja auch gleich so bleiben und sie gar nicht erst kommen, diese Spaltung. Aber nein,
dann fehlt eben dieses Moment der Einswerdung. Das ist eben, worauf dann Weinreb zum Beispiel auch immer gerne hinweist, die Einheit, so schön, so selig sie erscheint, sie kann noch übertroffen werden im Erleben von der Einswerdung. Und deswegen auch diese zwei Bäume im Garten, deswegen kann nicht einfach nur die Einheit dieser beiden Bäume bestehen bleiben und wir können nicht einfach nur in diesem Paradiesgarten verharren auf ewig. Also das können wir schon und diese Schicht gibt es sicherlich auch in jeder Existenz, in jedem Wesen, aber das ist eben nur die eine Seite des Erlebens, des Lebens überhaupt. Und Chaim, Leben, ist eben ein Dualwort, zumindest so gedeutet in der Überlieferung. Und da gibt es eben auch das Leben hier unten und dafür muss eben diese Verbannung eintreten, dieses Exil, dieses Getrenntsein vom Vater im Himmel. Und das alles ist nur möglich, wenn dieser zweite Tag ist, wie er ist, da wo das Gut nicht sichtbar wird, das Teuf, und wo die Spaltung zunächst einmal uns auferlegt ist. Und das ist eben auch wiederum, wie das Gespräch mit der Schlange dann auf der Ebene des Menschlichen, der menschlichen Entstehung, also oder die Schöpfungsgeschichte der ersten 5 Tage, sagen wir mal, ist ja noch eher auf die gesamte Schöpfung bezogen, was sich dann am 6. Tag immer mehr konzentriert auf das Menschliche. In der ersten Hälfte des 6. Tages das Tierische, im Sinne von der Landtiere, die Behemoth, also Behemah und so weiter. Und alles, was kreucht und fleucht, das ist sozusagen die körperliche Grundlage des Menschtums oder des Erscheinens des Menschen dann hier. Und dann die zweite Hälfte eben wirklich dieses Nase Adam, Betzamene, Kidmotene, in unserem Abschattung und unserem Ebenbild. Am 6. Tag läuft es immer mehr zusammen zu diesem Klimax der Schöpfung. Es wird alles zusammengeführt und es konzentriert sich in diesem Erscheinen des Menschen als einem Individuum oder einer Einheit gegenüber der Vielheit der ganzen Schöpfung. Und das, was schon in den Tagen vorher angelegt ist, wird eben entsprechend auch noch einmal in der höchsten Konzentration dann auch explizit auf den Menschen bezogen realisiert. Und so geschieht eben das, was am 2. Schöpfungstag für die ganze Schöpfung passiert, sich vollzieht, diese Spaltung, die überhaupt erst den langen Weg ermöglicht, damit die Wiedervereinigung stattfinden kann eines Tages. Das geschieht dann eben auch noch einmal in der sogenannten Paradiesgeschichte oder in der Geschichte vom Sündenfall, von dem Gespräch mit der Schlange, direkt auf den Menschen bezogen. Beziehungsweise ist es eigentlich immer wieder auf einer neuen Ebene. Zunächst ja auch schon dieses Zerrissenwerden des Menschen in die Zweiheit aus männlich und weiblich, also beziehungsweise aus Mann und Frau, die sich gegenübergestellt werden, nachdem sie zuvor noch eine Einheit waren, wie man dann sagt, die aber Gesicht und Gesicht einander nicht angeguckt haben, sondern in zwei verschiedene Richtungen gesehen haben. Und dann werden sie eben auseinandergerissen und einander gegenübergestellt, um sich nun anzuschauen, um ins Gespräch miteinander zu kommen, um dadurch überhaupt das Konzept sozusagen des Gespräches zunächst einmal zu erfassen, um dann auf diesem Weg immer mehr auch als Mensch wieder vereint zu werden, dann aber zu wissen, was es mit einem Gespräch auf sich hat. Und dieses Gespräch ist eben wieder diese Einswerdung, um dann auch das Gespräch mit Gott aufnehmen zu können, also mit Gott ins Gespräch, in den wirklichen lebendigen Austausch zu kommen. Und das ist, wie gesagt, die Einswerdung, das Einssein, das ist am Anfang schon da und ist am Ende wieder da und ist niemals komplett weg. In dieser tiefsten Schicht bleibt es immer vorhanden, aber das ist eben das Nicht-Ausdrückbare und deswegen gewissermaßen eben kein Gespräch, sondern das Schweigen. Am Anfang steht das Schweigen und am Ende steht auch wieder das Schweigen. Da sind wir auch wieder bei dem Bild von dem verborgenen Zeichen des Alphabetes, also dem Zeichen des Lammes, was eigentlich schon vor der Aleph, stummer noch als der stumme Laut des Aleph, ganz am Anfang steht, das nullte Zeichen sozusagen, was aber dann auch wieder das 23. Zeichen ist, der 500-Wert, also der Wert des über diese Welt der 400 hinausgehens, die Verbindung wiederherstellen zwischen Himmel und Erde, dieses Unnennbare, was wir nicht aussprechen können. Das ist eben der Unterschied zwischen der Einswerdung im Gespräch und dem Einssein, was sich nur im Schweigen ausdrückt. Und der Grund, warum eben die wirklichen
der wirkliche Kern eines Mysteriums oder des Mysteriums niemals wirklich in Worten ausgedrückt werden kann. Die Worte können immer nur die lange Reise beschreiben und sie bis ins minutiöseste Detail auch schön untermalen und eine Art Wegweiser versuchen zu geben, aber letztlich den Weg anzutreten und ihn zu gehen bis zum Ende, das kann dann nur noch, oder zumindest dieser letzte Schritt, der kann nur noch im Schweigen geschehen. Aber wir sind wieder weit abgeschweift von der Schöpfungserzählung. Nochmal kurz auf den Text schauen, was dazu kommt. Also beginnt wieder mit dem Wort Gottes, nun also das zweite Schöpfungswort von den 10 insgesamt, wo mit Vayomer anfängt. Vayomer Elohim, Yehi Rakia Betoch HaMayim, Vihi Mavdil Bein Mayim Lomayim, Vayas Elohim et Rakia und so weiter. Also es beginnt wirklich damit, dass Gott spricht, es werde eine feste Betoch HaMayim, in der Mitte eigentlich, nicht direkt zwischen erst einmal, sondern inmitten, Betoch, Betoch, Hamaim, und sie möge eben Badal, Mavdil, Rihi, Mavdil, Bein, Maim, Lomaim, zwischen Maim und Maim. Also man sieht schon, in diesem allerersten Vers kommt das Wort Rakia einmal vor, okay, und das Wort Maim, Wasser, kommt schon dreimal in dem ersten von den drei Versen vor, und dann in den nächsten beiden taucht es auch noch zweimal auf. Also das Wasser ist wirklich das Element überhaupt, was mit dieser zweiten Sphira, diesem zweiten Tag zu tun hat. Damit mit dieser Zweiheit, mit dieser Spaltung überhaupt. Und eben auch mit Yitzchak, der mit dieser Sphira assoziiert ist. Und wir haben schon gesagt, auch wie Abraham eher dem Licht, dem Feuer dieser rechten Seite eben zugeordnet ist, ist Yitzchak dem gegenüber der Wasserseite zugeordnet. Und wenn man so seine Geschichte sich nochmal anguckt, wird man auch die ein oder andere bildliche Erwähnung von Wasserdingen oder von dem, ja, von dem Bild des Wassers, sei es im Sinne von Brunnen, um die sich gestritten wird, sei es im Sinne von dem Brunnen, wo er seine Frau oder wo seine Frau gefunden wird, Rivka von Eliezer, wobei oft Frauen, gerade bei den Patriarchen, an den Brunnen getroffen werden. Bei Mose und seiner Zippora ist es ja auch so, zum Beispiel. Oder auch bei Jakob und Rachel ist es so. Jedenfalls bei Yitzchak eben das Wasserelement, bei Abraham ist öfter das Feuerelement. Sei es in so Geschichten wie mit dem Feuerofen von Nimrod, was jetzt nicht in der Bibel selbst erzählt wird, aber von der wir ja schon erzählt haben, wie es im Midrasch ausgeführt wird. Sei es auch schon, dass einfach Abraham ausgeht von Ur Kasdim, also von Ur in Chaldea, oder wie es dann übersetzt wird. Ur ist auch das Wort Or, also Licht eigentlich erst einmal, wird genauso geschrieben. Und dann auch der Bund, der mit Abraham geschlossen wird, wie man sagt, der Bund zwischen den Stücken, also den zerstückelten Tieren, wo dann Gott als ein rauchendes Feuer einherfährt zwischen den Stücken. Und naja, möge jeder selber einmal diese Erzählung nochmal auf sich wirken lassen und eben mit einem Blick für diesen Unterschied zwischen der feurigen Seite und der wässrigen Seite. Und was dann auch vielleicht klar werden wird, auch wenn man so unsere Welt und diese ganzen Begrifflichkeiten darauf überträgt, dass wir eben hier in dieser äußeren Welt gerade in der Wasserseite leben. Deswegen ist ja auch der zweite Schöpfungsbericht gerade der, wo das Wasser viel wichtiger wird als in diesem ersten Schöpfungsbericht. Im ersten Schöpfungsbericht fängt es alles an, vor allem mit dem Yehi Or, mit dem Licht und mit dem Sehen, Vayar Elohim, und Gott sah immer, dass es gut ist. Dann aber im zweiten Schöpfungsbericht fängt es an mit, und es hatte noch nicht geregnet, also das Problem ist, dass es da um Wasser geht und die Erde muss befeuchtet werden, der Dunst, der Ed, diese 1-4, Aleph Dalet steigt auf, muss aufsteigen und es wird befeuchtet, der Erdboden, damit er geformt werden kann, und da taucht erst dieser Name mit den 4 Buchstaben, mit den 4 Zeichen auf, also dieses viel intimere Benennen
der Gottheit, des Ewigen, wie es eben gerade uns Menschen geschenkt ist. Und das ist eben die Welt, die uns erst einmal viel näher ist, wie sie im zweiten Schöpfungsbericht beschrieben wird. Also von uns aus gesehen, man könnte sagen, diese 7 Tage, dieses 7-Tage-Werk oder 6-Tage-Werk des ersten Schöpfungsberichts ist von oben beschrieben, mehr oder also weitgehend, wie diese Welt entsteht. Deswegen wird dann am Ende auch gesagt, wie eben Himmel und Erde geschaffen werden. Und dann kommt direkt der Wechsel, so sind vollendet worden Erde und Himmel. Also da wird es dann umgedreht und dann beginnt auch nochmal also dieser zweite Schöpfungsbericht, der also viel erdnäher alles beschreibt. Und das ist also diese wässrigere Seite, unsere Seite, wo dieser linken Säule von den beiden ein gewisser Vorzug gegeben ist, sozusagen, im Sinne von so wie Kain zuerst geboren wird, aber dennoch dann Abel als der wirkliche Erstgeborene, der dann sozusagen der von Gott Bevorzugte ist, als der Zweite erst erscheint und dann auch bei Jakob und Esau. Esau, das Erscheinende, zeigt sich zuerst, die körperliche Seite der Existenz, aber damit an der Ferse sich festhaltend und nur durch diesen Trick in die Existenz tretend, ist dann eben das Verborgene, das Geheimnis Jakob, diese rechte Seite wiederum. Und so ist es immer wieder, dass sich in der Bibel es so zeigt und eben auch dann in unserer Welt, die aus dieser Bibel sozusagen sich geschöpft hat, dass das Erscheinende zwar die Erstgeburt nach dem äußeren Anschein ist, dass aber das wahre Ersterwählte, das von Gott Geliebte, das ist, was sich dann sanft zeigt, an zweiter Stelle bescheiden daherkommt und eben in dieser Welt des Wassers zunächst einmal nichtig anzuschauen ist. Zu Isaak wurde schon so viel gesagt, also zumindest schon einiges gesagt, was gerade diese passive Seite ausdrückt, dass wir jetzt nicht alles nochmal wiederholen wollen. Aber ach genau, zum Wort Pachad, was also auch eine Bezeichnung für diese zweite Sphira ist, und was eben auch in diesem Begriff des Schreckens Isaaks, Pachad, Yitzchak, auftaucht, wollten wir noch sagen, oder sei hier noch angefügt, dass in dem Wort Pachad auch das Wort Pach drin steckt. Und dieses Pach ist auch das, was dann als Schlinge übersetzt wird, wie sie zum Beispiel als Vogelfalle auftaucht. Also ein Vogel wird mit einer Schlinge gefangen und das ist eine Pach. Und genau so ist eben dieser Pachat, dieser Schrecken etwas, was uns in einer Schlinge fängt, also was uns festhält und uns unbeweglich macht und uns ausliefert, dem Jäger sozusagen. Und so ist eben auch dieser Pachat, dieser Schrecken, im Sinne der zweiten Sphira etwas, was uns gefangen nimmt, was uns hier bindet, eben in diese Welt des Wassers hinein und uns hier ausliefert, dem Räuber, diesem Räuberischen, dem Jäger, dem Räuber, die Zeit, also das, was uns alles raubt oder zu rauben scheint, zumindest erst einmal in unserem Erleben, die Vergangenheit, die alles sich aneignet und uns wegnimmt, immer weiter verblassen lässt für unser Erleben. Und solange wir eben in dieser Perspektive des zweiten Tages bleiben, finden wir da eben nicht mehr unsere Erlösung sozusagen. Es kommt nicht zu diesem, es ist gut, Vayar Elohim Kitor, sondern das geschieht erst, wenn diese Spaltung, diese Wasserwelt wieder aufgehoben wird. Wenn also die Wasser wieder gesammelt werden und alle Wasser dann wieder auftauchen, auch das alles, was gewesen ist, wieder aufersteht, da sind wir wieder bei dem Bild mit der Unterwelt, aus der heraus, wie aus der Gebärmutter heraus, dann die neue Welt, die neue Schöpfung wiedergeboren wird, eben in dieser Auferstehung des Gestorbenen, diesem Tachias Hameisim, Tachiat Hametim, das Lebendigwerden des Toten, des Gestorbenen. Und so kann man vielleicht sagen, all das ist schon angelegt, in diesem Verhältnis von dem zweiten Schöpfungstag, dem das Tov, dieses 17, dieses Element, oder dieses Moment des Guten, des Abgeschlossenen, noch fehlt, noch fehlen muss und erst dann bei der 3 seine Vollendung findet. So wie eben das, was bei der Einheit am ersten Tag erstmal als Potenzial gegeben wurde, dann am zweiten Tag mit der Begrenzung versehen wird, damit es überhaupt Bestand haben kann,
Aber wenn nur eins und zwei, nur erster und zweiter Tag bleiben, dann ist es sozusagen nur dieser unaufgelöste Widerspruch, wie alle geraden Zahlen ja auch als etwas nicht Gutes grundsätzlich gelten, weil eben da ein unaufgelöster Widerspruch herrscht. Und erst am dritten Tag, zu dem wir dann noch einmal ausführlicher kommen wollen, gibt es eben diese Synthese, dieses Aufgehobenwerden, dieses Widerspruches, ohne dass er verloren geht. Der erste und zweite Schöpfungstag bleiben bestehen auf ewig. Deswegen stehen sie in der Bibel und alles, was dort steht, ist einfach. Es war nicht, sondern es ist. Also es war natürlich auch und es wird auch immer sein. Es ist einfach. Und erst am dritten Tag findet dann sozusagen der zweite Tag und mit ihm auch wiederum der erste Tag sein Hinaufheben. Und da ist dann auch der zweite Tag aufgelöst, könnte man sagen. Und da kommt es dann eben auch zu diesem Moment des Guten, des Tov. Und dann ist die erste Dreiheit vollendet. Und man könnte sagen, diese erste Dreiheit ist dann die innerliche Dreiheit, die dann in der zweiten Dreiheit der Tage, vierter, fünfter, sechster Tag, noch einmal veräußerlicht wird. Und dann haben wir wieder eine Zweiheit, nämlich aus dem ersten Dreiergespann und dem zweiten Dreiergespann, die also auch wieder eine Art Widersatz bilden. Die erste Dreiheit, das Innerliche sich gestalten, die zweite Dreiheit, das nun äußerlich sich kundtuende und entfaltende gewissermaßen. Da können wir dann, wenn wir vom vierten, fünften und sechsten Tag sprechen, jeweils nochmal den Rückbezug auf ersten, zweiten und dritten Tag uns anschauen. Und das wiederum wird dann auch wieder, also diese doppelte Triade wird dann im siebten Tag in unserer Welt wiederum zu einer Einheit zusammengefasst. Denn hier konzentrieren sich alle sechs vorhergehenden Schöpfungstage in diesem unserem siebten Tag und sind alle enthalten. Und deswegen ist dieser siebte Tag eben auch so heilig und wertvoll als dieser große heilige Schabbes, der eben schon quasi in sich birgt, die Rückverbindung, indem er zum achten Tag führt, die Rückverbindung wieder zu dem, was sogar noch vor aller Schöpfung vorhanden ist, zur Quelle, aus der alles fließt. So ist es immer eigentlich ein Aufmachen einer Zweiheit, die Einheit, die zur Zweiheit wird, schon in sich die Zweiheit quasi mit sich bringt, dann aber aus diesem Widersatz von der Eins und der Zwei automatisch schon die Synthese in der Dreiheit nötig ist, je nachdem aus welcher Perspektive nach oben oder eben erst einmal in der Entfaltung nach unten weiterführt. Und immer wieder geht eine neue Zweiheit, ein neuer Gegensatz auf, der aber die Möglichkeit zur Synthese in sich birgt. Und zu dieser Thematik, deswegen werden also die geraden Zahlen auch immer negativ gesehen, als etwas Gefährliches geradezu, führt dann zu so ganz äußerlichen Empfehlungen, dann im Talmud mehr oder weniger ausführlich beschrieben, dass man zum Beispiel auch, wenn man einen Schluck trinkt, also wenn man etwas trinkt, aus einem Glas trinkt, soll man nicht zwei Schlücke nehmen, sondern man soll drei nehmen. Man soll nicht vier nehmen, sondern man soll fünf nehmen. Oder halt nur drei. Also man soll immer eine ungerade Zahl von Schlücken oder von Bissen oder von Dingen, die man zu sich nimmt, nehmen. Das gilt zumindest so lange, wie man noch mitzählt auf den ersten Blick. Also wenn es da so viel wird, dass es gar nicht mehr so einfach gezählt werden kann, dann spielt es wiederum keine Rolle, weil dann die Vielheit wiederum ein anderes Moment mit ins Spiel bringt. Aber solange wir in diesem zählbaren Bereich uns bewegen, sollen wir lieber die ungerade Zahl immer vorziehen, weil die eben die Antwort verkörpert gegenüber einer geraden Zahl, die eine unaufgelöste Frage uns vorsetzt sozusagen. Und in diesem Sinne, auch wenn wir hier jetzt diesen zweiten Schöpfungstag erst einmal beenden wollen, beziehungsweise was heißt den Tag beenden, diese Ausführungen dazu beenden wollen und ich denke, es ist auch spürbar, dass es irgendwie jetzt so nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Es wurde zwar einiges angesprochen, aber irgendwie im Gegensatz zu dem, was zum ersten Tag gesagt werden konnte, zumindest hier jetzt aus meiner Perspektive ein viel unbefriedigenderes Gefühl von dem, was gesagt werden konnte, was zumindest mir hier jetzt gegeben war. Die ganze Zeit will ich noch viel mehr jetzt zum dritten Tag was sagen, aber ich versuche mich zurückzuhalten, damit das dann eben an der entsprechenden Stelle in dem eigenen Monolog zu diesem dritten Tag
geschehen kann. Und für heute reicht es dann. Und möge dann der dritte Tag eben auch diesen zweiten erst vervollständigen, dass wir dann guten Gewissens sagen können, es ist gut, toll. In diesem Sinne, Baruch Hashem, Shalom Aleichem.